Okay, Leute. Und dann herzlich willkommen zu einem neuen TikTok-Unboxing. Okay. Kurz mal zum Klarstellen. Warum mache ich jetzt einen TikTok-Test-Unboxing zu diesen neuen Dingern? Einfach, weil ich das, ich glaube, fast vor so einem Jahr oder so, es ist schon fast ein Jahr gewesen. Es ist schon fast jetzt gleich ein Jahr oder so. Nein, 2 Monaten. Und dann, ich hatte das schon mal vor einem Jahr gemacht, also werde ich es jetzt wieder machen. Naja, ich würde sagen, wir fangen an, oder? Okay, wir sehen auf der Verpackung. So, wir sehen. Warte, ich kann das selbst gar nicht lesen. Cool Cassis Flower oder so, keine Ahnung. Tic-Tac, zuckerfrei, Kaugummi, 36 Stück. Okay, ich glaube, oben ist halt das Tic-Tac-Gum-Logo, das kenne ich gar nicht. Hinten das typische und rechts, links halt frei. Wie macht man die nochmal auf? Ich glaube so, ne? Ja, viel mehr gibt's da jetzt nicht zu sagen, ne? 36 Stück Cool Cassis. Ich glaube, das ist irgend so ein Beere. Ich glaube, das sind Heidelbeeren oder so. Keine Ahnung. Warte, ich esse einfach mal einen. Warte mal. Obwohl, warte. Die sehen so lila aus, ganz, ganz easy. Es schmeckt sehr nach Chemie. Es schmeckt sehr nach Chemie. Aber schmeckt auch irgendwie wieder geil. Eigentlich schmeckt das mega gut. Dafür, dass es hier oben zuckerfrei steht. Ich denke mal, dass da irgend so ein Süßungsmittel oder so drauf ist, drin ist, oder? Ich guck mal kurz. Ja, 100%ig Süßungsmittel drin, Leute. Ja, hat halt so einen Minzgeschmack, so, kennt ihr das? Diese Tic-Tac-Minz-Tic-Tac-Dinger da. Die sind halt genauso ähnlich und ich glaube, das Logo glänzt auch so ein bisschen, ne? Das Tic-Tac-Logo. Aber sonst, Leute, würde ich eigentlich sagen, weil mit diesem Video hier, ich mach das mal öfters so, wenn was Neues TikTok oder so mäßig rauskommt. Ich mach das mal so, ist keine Ahnung, es gehört einfach zu meinem Kanal, glaube ich. Inzwischen gehört es einfach zu meinem Kanal. Einfach, dass ich irgend so ein Unboxing oder so mache, zu diesem TikTok oder so. Gehört das dazu auf jeden Fall, gehört es dazu. Ja, was soll ich denn noch sagen? Video müssen wir natürlich ein bisschen auf 10 Minuten strecken, Leute. Deswegen zeigt man noch schnell Roomtour. Obwohl, nee, brauche ich ja nicht. Habe ich doch schon gemacht, ne? Und mein Zimmer ist shitty unaufgeräumt as fuck. Aber ich kann ja, stattdessen kann ich ja mal was kurz was zeigen. Also zu meiner Rechten hier habe ich einen Taschenrechner. Hier so ein Notizheft. Da Uhr, Datum, so ein Tacker, ein bisschen Geld und ein paar Beyblades, aber das ist jetzt unwichtig. Hier habe ich auf jeden Fall mal meine Beyblade-Sammlung, Packungssammlung, irgendwie sowas halt. Warum zeige ich das denn eigentlich? Das hier habe ich unboxed, wird bald was kommen. Zum Dual Threat Launcher hier. Zu dem kam schon was, zu dem kam auch schon was. Und dann würde ich sagen, was ist hier mit diesem Video, Leute? Und dann haut rein, Leute. Und ja. Ciao. Schaut bei meinem Instagram vorbei. Ja.